Das Konzept der Sachsenenergie zur schrittweisen Dekarbonisierung mit Fokus auf das Dresdner Fernwärmesystem. Thema. So, vor Weihnachten muss man dann mal ein bisschen mehr Ihnen hier Freude bereiten. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Dresdner Stadtrates, die Stadt Dresden hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2035 klimaneutral zu sein, hilfsweise 2040. Ein wesentlicher Bestandteil, dieses Ziel zu erreichen, ist natürlich auch die Sachsenenergie als regionaler Energieversorger. Wir haben Ihnen mit diesem Tagesordnungspunkt das Dekarbonisierungskonzept der Sachsenenergie zur Kenntnis vorgelegt. Wohlgemerkt handelt es sich nicht um ein städtisches Konzept. Vielmehr muss dieses Papier in die kommunale Wärmeplanung genauso einfließen wie in das städtische Klimaschutzkonzept. Die Sachsenenergie ist verpflichtet, für ihre Geschäftsfelder eine Klimaneutralität bis 2045 herzustellen. So hat es der Bundesgesetzgeber vorgegeben. Auch ist dieses Konzept Grundlage dafür, dass es Unternehmen Fördermittel beim Bund zur Verwirklichung der Energiewende abfordern kann. Den kommunalen Energieversorgung kommt eine ganz wesentliche Funktion als Ermöglicher der Energiewende zu. Sie bauen die Infrastruktur für die zukünftige klimaneutralen Lösung im Strom- und Wärmebereich. Das Konzept zielt aus nachvollziehbaren Gründen insbesondere auf das Fernwärmenetz, denn hier entstehen 90% der Emissionen, für die das Unternehmen, also die Unternehmen Sachsenenergie, direkt verantwortlich ist. Die restlichen 10% entstehen durch Übertragungsverluste in den Stromnetzen. Ich bitte um Verständnis, dass ich an dieser Stelle nicht auf die technischen Einzelheiten des Konzeptes eingehen werde. Diese liegen Ihnen vor und wurden auch in den Fachausschüssen ausführlich dargestellt. Aber wie ordnet sich das vorliegende Papier für uns als mittelbare Anteilseigner der Sachsenenergie ein? Das Dekarbonisierungskonzept ist nur ein Teil des im Rahmen der Fusion beauftragten Unternehmenskonzeptes für die Sachsenenergie. Nach der Fusion von Drewag und Enso würde ein ambitioniertes Integrationsprogramm aufgesetzt und das fusionierte Unternehmen strategisch neu aufgestellt. Die Arbeit am Unternehmenskonzept konnte in logischer Abfolge inhaltlich erst danach erfolgen. Ich habe dennoch darauf gedrängt, dass das Konzept zügig erstellt wird. Die Bestandteile des Konzeptes wurden im Jahr 2022 in allen Sitzungen des Aufsichtsrates und des Strategieausschusses eingehend diskutiert. Durch die Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat wurde explizit noch einmal um die Erarbeitung einer Dekarbonisierungsvariante für das Jahr 2035 gebeten. Diese wurde in zwei zusätzlichen Aufsichtsratssitzungen erörtert und das Unternehmenskonzept als Ganzes im Mai 2023 beschlossen. Dem Beschluss ist also ein ausführliches Beratungsverfahren in den Aufsichtsgremien vorangegangen. Festgelegt wurde das Ziel zur Dekarbonisierung möglichst bis zum Jahr 2035, spätestens bis zum Jahr 2045 nach Maßgabe der satzungsrechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebot. Über die Umsetzung des Dekarbonisierungskonzeptes und Programmes muss alle zwei Jahre im Aufsichtsrat Bericht erstattet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als wirtschaftliches Unternehmen ist die Sachsenenergie auch gesetzlich dazu verpflichtet, das Vermögen der Anteilseigner stets verantwortungsvoll zu betreuen. Für die Entscheidung der Unternehmensorgane müssen dabei folgende Grundsätze handlungsleitend sein: die Versorgungssicherheit, die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit. Diese gesellschaftsrechtlichen Eckpfeiler gelten auch für die Vertreter im Aufsichtsrat. Aus diesem Grund wurde versucht, das Jahresziel 2035 mit der Wirtschaftlichkeit zu vereinbaren. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt hier eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die außerhalb des Einflussbereichs der Sachsenenergie liegen. Nehmen wir etwa die Energiekrise aus dem letzten Jahr oder die ungewisse Zukunft der Wasserstoffwirtschaft.
Gleichwohl werden wir diesem Aufsichtsrat stets kritisch prüfen und auf die bestmögliche Erreichung der beschlossenen Ziele drängen. Und das ist ein ganz wesentliches Thema. Wann werden wir ans Wasserstoff-Backbone angeschlossen? Wie viel grüne Wasserstoff steht denn wann zur Verfügung? In welcher Reihenfolge dürfen die Akteure daran teilnehmen? Als ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und wir prüfen natürlich auch Alternativen. Auch das ist im Aufsichtsrat ausführlich diskutiert worden. Ich nehme nur mal ein Thema, Tiefengeothermie, was aber wiederum für den Standort nicht ganz völlig unproblematisch ist, mit einer sehr sensiblen, auf Erschütterungen geeichten oder nicht geeichten Halbleiterindustrie. Und deswegen, wir werden sehr wohl, und das ist auch Bestandteil des Konzeptes und auch der Befassung im Aufsichtsrat, diese Thematiken entsprechend begleitet und entsprechend nachgesteuert. Gleichzeitig mit dem Beschluss zum Unternehmens- und Dekarbonisierungskonzept hat der Aufsichtsrat eine Skalierung der Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien beschlossen. Denn bei allen Anstrengungen zur Dekarbonisierung der Fernwärme dürfen wir nicht die systemrelevanten Funktionen der Sachsenenergie in anderen höchst klimarelevanten Bereichen vergessen. Massive Verstärkung der Stromnetze, Transformation der Gasnetze hin zum Wasserstoff, Ausbau der erneuerbaren Erzeugung, Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, Ausbau der Gigabit-Infrastruktur zur flächendeckenden Digitalisierung. Für all diese Aufgaben und massiven Investitionen braucht Sachsenenergie Finanzkraft. Hier spielt der Faktor Wirtschaftlichkeit noch einmal eine herausragende Rolle. Natürlich ist mir bewusst, dass ein solches Konzept nie alle Akteure, auch nicht hier im Rat, zufriedenstellen kann. Die eine Seite befürchtet unzumutbare Belastung für die Verbraucher, die andere Seite gehen die Maßnahmen für den Klimaschutz nicht weit genug. Aus diesem Grund unterstütze ich auch den Beschluss des federführenden Ausschusses für Umwelt- und Kommunalwirtschaft. Hier ist mit Augenmaß versucht worden, die unterschiedlichen Belange zu berücksichtigen. Wir werden die Umsetzung im Aufsichtsrat kritisch begleiten und darauf drängen, dass die Sachsenenergie entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit weiterhin alle möglichen Innovationspotenziale nutzt und das hohe Investitionsniveau aufrechterhält. Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, lassen Sie mich zwei abschließende, aber sehr wichtige Bemerkungen machen. Erstens, die städtische Klimapolitik muss über das Klimaschutzkonzept definiert und untersetzt werden. Ich hoffe sehr, dass wir bald im Rat darüber debattieren können. Städtische Klimapolitik kann nicht auf die Sachsenenergie alleine abgewälzt werden. Hier gibt es auch klare gesellschaftsrechtliche Grenzen. Zweitens, wenn wir das Ziel 2035 einhalten wollen, müssen wir alle uns dafür einsetzen, dass die energiepolitischen Rahmenbedingungen auf bundes- und europäischer Ebene so gesetzt werden, dass die klimaneutralen Lösungen bis 2035 auch technisch und wirtschaftlich möglich sind. Vielen Dank. Blicken wir ein in die Debatte. Wir haben vereinbart, zunächst Rederecht für Herrn Christian Schulze, das würden wir als erstes machen. Dann haben wir einen Ersetzungsantrag Dissidenten, der eingebracht werden sollte. Und es gibt dann nachher, ich glaube, ganz frisch einen Ergänzungsantrag Grüne. Ebenso das Gleiche. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und CDU würde dann beginnen, damit Sie schon mal darauf vorbereiten können. So. Sie haben das Wort, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte. Ich danke Ihnen zuerst für die Möglichkeit, hier als Bürger Dresdens und als Vertreter von Dresden Zero zu sprechen. Genauso ausgerüstet mit Klemmbrett und Kulis und einigen Zetteln stand ich vor knapp 2 Jahren vor der alten Mensa in Dresden. Auf dem Zettel ein Bürgerbegehren. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der beschlossenen Überarbeitung des IEK das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 festzuschreiben und den entsprechenden Maßnahmenkatalog auf dieses Ziel auszurichten. Ich kam mit vielen Menschen ins Gespräch. Einige unterschrieben sofort unser Anliegen, andere fragten interessiert nach. Viele zeigten ihre Hoffnung und Dankbarkeit und andere winkten sofort ab und gingen vorbei. Aus meinen 53 eingesammelten Unterschriften an diesem Tag
wurden mithilfe von vielen fleißigen Sammlerinnen und Sammlern im Juni letzten Jahres mehr als 24.000 gültige Unterschriften. Über 24.000 Mal Hoffnung auf die klimaneutrale Transformation der Stadt. Morgen, vor genau einem Jahr, wurde hier über dieses Bürgerbegehren abgestimmt. Und Sie einigten sich darauf, das Begehren mit der Ergänzung des Zielhorizonts 2040 anzunehmen. Was für ein Erfolg! Was für ein Erfolg für die 24.000 Dresdnerinnen und Dresdner, die großen Dresdner Hochschulen, Forschungsinstitute und private und öffentliche Unternehmen, die unser Bürgerbegehren unterstützt haben. Aber vor allem, was für ein Erfolg für die Stadt Dresden. Endlich war klar, dass Dresden seinen Beitrag zum Einhalten des 1,5-Grad-Klimaziels und für eine zukunftsweisende, nachhaltige und verantwortungsvolle kommunale Energie- und Klimapolitik leisten wird. Heute stehen Sie wieder vor einem weiteren wegweisenden Beschluss für die Stadt Dresden. Die Sachsen Energie hat ihr Konzept für die Dekarbonisierung der Energieerzeugung vorgelegt. Klar ist, ohne eine klimaneutrale Energieerzeugung durch den größten Energieversorger der Stadt kann Dresden die Klimaneutralität nicht erreichen. Damit stellt das Dekarbonisierungskonzept ein wichtiges, wenn nicht sogar das elementarste Teilkonzept für ein klimaneutrales Dresden dar. Die Öffentlichkeit hat bisher leider wenige Informationen über dieses Vorhaben, nicht so, wie Sie es erwähnt haben, Herr Oberbürgermeister. Bekannt ist aber, dass das Konzept als Basisszenario die Klimaneutralität im Jahr 2045 vorsieht. Das sogenannte Beschleunigungsszenario mit dem Zieljahr 2035 ist von zahlreichen äußeren Faktoren abhängig, insbesondere der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Es ist zu befürchten, dass in der kommunalen Wärmeplanung die Umsetzung des Basisszenarios und damit die Klimaneutralität im Jahr 2045 zu tragen kommt. Das Dekarbonisierungskonzept wird damit weder dem ursprünglichen Auftrag zur Ausarbeitung eines Konzepts zur Klimaneutralität und Dekarbonisierung der Energieversorgung bis 2035 aus dem Stadtratsbeschluss im 11. November 2020 noch unserem Bürgerbegehren und damit dem Beschluss des Stadtrats vom 15. Dezember 2022 gerecht. Daher, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, bitte ich Sie im Namen der Bürgerinitiative Dresden Zero und aller uns unterstützenden Bürgerinnen und Bürger, der Kenntnisnahme des Dekarbonisierungskonzepts nur unter bestimmten Bedingungen zuzustimmen. Erstens, der kommunalen Wärmeplanung sollen die Maßnahmen des Beschleunigungsszenarios mit der Klimaneutralität im Jahr 2035 zugrunde gelegt werden. Zweitens, die Vertreter der Stadt Dresden in den Aufsichtsgremien der Sachsen Energie sind zu beauftragen, die Umsetzung des Beschleunigungsszenarios zu priorisieren und die Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit durch Fortschreibung des Konzepts und Konkretisierung des Beschleunigungsszenarios zu gewährleisten. Und drittens, Transparenz und Öffentlichkeit sind sowohl in der Konzeptionalisierungs- als auch in der Umsetzungsphase der Dekarbonisierung der Sachsen Energie sicherzustellen. Das Monitoring unter Beteiligung des Klimabeirats ist zu gewährleisten. Klimaneutralität ist bis zum Jahr 2035 möglich, wenn man konsequent und ambitioniert dieses Ziel verfolgt. Kopenhagen hat 2013 den Copenhagen Climate Plan 2025 beschlossen und ist auf einem guten Weg, innerhalb von nur 13 Jahren Klimaneutralität zu erreichen. Im Namen der Bürgerinitiative Dresden Zero fordere ich Sie auf, das Ergebnis des Bürgerbegehrens von Dresden Zero und die Stadtratsbeschlüsse 2020 und 2022 zu respektieren, sich anderen Städten anzuschließen und durch Ihren heutigen Beschluss ein zukunftsfähiges und klimaneutrales Dresden 2035 zu ermöglichen. Vielen Dank. So, jetzt wollen wir die Änderungsanträge gerne hören. Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, lieber Herr Schulze, vielen Dank für diesen Appell, den wir natürlich voll und ganz unterstützen. Vielen Dank auch insbesondere, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir die Beschlüsse schon im November 2020 mit dem Ziel 2035 hier geschlossen haben und nicht, wie es der Herr Oberbürgermeister jetzt gerade eben dargestellt hat, dass dann ein sogenanntes Beschleunigungsszenario erst dann im Frühjahr 2023 beauftragt worden wäre. Nein, das Gegenteil ist richtig. Die Sachsenenergie hat sich erstmal nicht an diesen Beschluss
gehalten. Und als es dann zu offensichtlich war, dass es so nicht geht, hat man da noch schnell ein Konzept hinterhergeschoben, hat aber zugleich, bevor man es veröffentlicht hat, beziehungsweise, sorry, das Konzept ist ja gar nicht veröffentlicht, dieses Konzept ist vertraulich geschrieben, was ich einen Skandal sondersgleichen finde, weil es bedeutet, dass die Dresdnerinnen und Dresdner sich nicht über dieses Konzept informieren können. Die Dresdnerinnen und Dresdner sind darauf angewiesen, eine Pressemitteilung der Sachsenenergie vom 10. Oktober zur Kenntnis zu nehmen. Und die ist natürlich geschönt und da fehlen ganz, ganz viele Dinge, zu denen ich dann noch komme. Rückblende. Was uns hier vorgeschlagen wird seitens des Oberbürgermeisters der Sachsenenergie, ist die Fortsetzung des zentral fossilen Modells, seitdem die Sachsenenergie, seitdem es sie gibt, seit über 30 Jahren und auch schon früher arbeitet. Und was ich besonders empörend finde, es wird immer von der Versorgungssicherheit gesprochen und es wird so getan, als ob dieses zentral fossilistische Modell die Versorgungssicherheit gewährleisten würde. Ja, haben wir denn irgendwas gelernt nach dem Februar 2022? Durch den russischen Angriff wurde doch wirklich schlagend bewiesen, dass dieses Modell eben nicht versorgungssicher ist. Und wir haben es ja nur Habeck und Scholz zu verdanken, die praktisch ganz kurzfristig die Energieversorgung Deutschlands gesichert haben. Dass Sie das nicht verstehen, ist mir klar. Es liegt aber nicht... Naja, okay. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt gehört im Vorfeld, dass es Unmut erregt hat, dass wir so spät mit unserem Ersetzungsantrag gekommen wären. Ich möchte einfach dazu sagen, ja, habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Ich bitte aber auch um Verständnis, dass die Durcharbeitung dieses Konzepts durchaus anspruchsvoll war und Zeit in Anspruch genommen hat und dass der Herr Wustmann in unserer Fraktion wohl als allerletzter, ich glaube erst Ende November oder Anfang Dezember war. Es lag nicht an uns. Es lag an der Sachsenenergie, dass dieser Termin nicht früher zustande gekommen ist. Meine Damen und Herren, der Oberbürgermeister hat zu Recht auf die Wirtschaftlichkeit hingewiesen. Herr Hilbert, ich stimme Ihnen zu. Die Sachsenenergie muss wirtschaftlich handeln. Aber dann gucken wir uns doch mal das Konzept genau an. Die Sachsenenergie verschweigt bewusst Betriebskosten. Die Sachsenenergie legt uns ein Konzept vor, wo sie mit falschen, nicht richtigen Parametern spielt. Das Konzept, wer es gelesen hat, ich weiß es nicht, beruht im Grunde auf einem Konzept des Frühjahrs 2021, dass sie die Stirn haben, uns heute vorzulegen, zwei Jahre später. Man sieht es da drin, wenn man zum Beispiel die EE-Ausbauziele sich anguckt. Die legen die alten EE-Ausbauziele der alten Bundesregierung Merkel vor. Die Ausbauziele, die erheblich gesteigert worden sind durch das Osterpaket, durch die neue Ampelregierung, die nehmen Sie gar nicht zur Kenntnis. Das Sachsen-Energie-Konzept geht davon aus, dass wir noch im Jahre 2045 nur 85% erneuerbare Energien haben. Nach dem neuen Konzept haben wir im Jahr 2030 schon 80%. Im Jahr 2030 80% EE-Strom. Und wer sagt, das sind alles Fantastereien, der möge bitte in die aktuellen Anteile reingucken. Wir werden dieses Jahr 2023 zwischen 55% und 60% EE-Stromanteil schon haben. Das heißt, wir werden lange im Jahr 2030 bei 100% sein, es sei denn, dass wieder irgendwie die fossile Seite, die rechte Seite in diesem Land es schafft, einen Altmaier oder einen Gabriel-Knick zu inszenieren, also im Grunde die erneuerbare Energiewende abzuwürgen. Es ist immer so davon die Rede von der Residuallast. Wer das Konzept gelesen hat, dem ist es vielleicht aufgefallen. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff. Die rechte Seite kennt diesen Begriff als Dunkelflaute. Ja, es gibt das Problem. Es gibt das Problem im Januar, wo es dunkel ist und wo auch der Wind oft nicht weht. So, dieses Konzept legt eine Residuallastberechnung vom Jahre 2021 vor. Was es aber verschweigt ist, dass es mittlerweile neuere, aufgrund der neuen EE-Ausbauziele, neue Residuallastberechnungen gibt. Und zwar nicht von irgendeinem verrückten Grünen oder verrückten Dissidenten, sondern vom VDE im Oktober 2022 veröffentlicht. Und es ist sehr interessant, das mal zu lesen. Da steht nämlich drin, der Bedarf an Energien, die nicht erneuerbare Energien sind, sind erheblich gesunken und sie sind in wesentlich kürzeren Zeiträumen. Und jetzt kommt's,
Diesen Bedarf kann man beispielsweise mit Biomasse decken. Also es ist ein Problem, aber so zu tun, und das ist der Hammer in diesem Konzept drin, wir haben bis jetzt an der Nossener Brücke 270 Megawatt elektrisch installiert. Die Sachsenenergie möchte allen Ernstes im Jahre 2035 350 Megawatt elektrisch dort installieren. Ich weiß nicht, wie sie es machen will, mit Wasserstoff oder sonst was. Das heißt, die möchte die zentrale Versorgung noch steigern. Das sage ich. Sorry, ich glaube nicht, dass ihr dekarbonisieren wollt. Und dann gucke ich mal an, was der Herr Brinkmann in sein Konzept reinschreibt mit erneuerbaren Energien. Er möchte 150 Megawatt zubauen bis 2045. Kommen Sie dann. Wer rechnen kann, der weiß, das sind 30 Windenergieanlagen. Herr Brinkmann möchte allen Ernstes in den nächsten 20 Jahren nur 30 Windenergieanlagen bauen und erklärt uns das als Dekarbonisierung. Sorry, Leute. Das ist einfach ein Fake-Konzept. Ich werde in meinem zweiten Redebeitrag weitere Punkte nennen, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Vielen Dank. So, dann haben wir den zweiten Änderungsantrag. Das ist von Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Und der Hinweis für das Auditorium, die Nichtstadträte sind, die Beifallsbekundung sind ausschließlich dem Gremium hier unten vorbehalten, ist soweit bitte davon abzusehen. Jetzt Herr Dr. Deppe, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Herr Lichti hat ja nun hier eine sehr temperamentvolle Rede gehalten. Und das ist jetzt nur meine Aufgabe, darauf zu antworten. Aber was Herr Lichti nicht getan hat, ist, dass er den Ersetzungsantrag seiner Fraktion vorgestellt hat. Nein, das hast du nicht getan, lieber Johannes, sondern du hast grundsätzlich Stellung genommen zu der Vorlage. Und deshalb werde ich das jetzt auch so machen, dass ich zu der Vorlage rede und dann in einem zweiten Redebeitrag eben dann unseren Ergänzungsantrag vorstellen werde. Moment, Herr Schollbach, ich komme dazu. Aber jetzt kommen wir zunächst mal zu den grundsätzlichen Dingen. Herr Schollbach, darf ich vielleicht hier reden? Ja, zum Antrag. Ja, okay. Dann, bitte. Gut. Der Zwischenruf ist nicht gerechtfertigt, aber er hat recht inhaltlich. Also, dann machen wir das andersrum. Das ist zwar, liegt nicht in der Logik der Dinge, aber gut, dann machen wir das so. Also es gibt einen Ersetzungsantrag der Fraktion der Dissidenten. Das bedeutet, die Vorlage, die wir hier haben, soll überhaupt nicht verabschiedet werden, sondern soll durch diesen Ersetzungsantrag der Dissidenten eben ersetzt werden. Und dann stehen da viele Dinge drin in diesem Ersetzungsantrag, auf die ich dann noch im Einzelnen eingehen werde. Aber was jetzt dann eigentlich mit diesem Dekarbonisierungskonzept wird, das ist dann völlig unklar. Herr Schollbach, ja? Wie Sie vielleicht gesehen haben, Herr Schollbach, nimmt dieser Ergänzungsantrag Bezug auf den Ersetzungsantrag der Dissidenten, der aber ja gar nicht richtig vorgestellt wurde. Also, wir haben hier einen Ersetzungsantrag und da werden wir nicht mitgehen können, sondern wir bringen einen Ergänzungsantrag ein. Und da nehmen wir jetzt Punkte auf, die tatsächlich von den Dissidenten eingebracht worden sind und wo wir denken, das habe ich auch in der Tagesordnungsdebatte schon gesagt, damit sollte man sich auseinandersetzen, aber es wäre eben richtig gewesen, dass man sich dort nochmal in einer vernünftigen Ausschussberatung auseinandersetzt. Das wurde jetzt aber hier im Rat nicht gewünscht, also müssen wir jetzt was dazu sagen. Gut, und da kann man jetzt summarisch sagen, es gibt einige Punkte da drin, die eben durchaus bedenkenswert sind und deshalb haben wir sie eben in einem eigenen Ergänzungsantrag gefasst. Und dazu gehört dann eben nochmal ganz ausdrücklich, dass die Investitionspolitik der Sachsenenergie auf das hier vom Stadtrat beschlossene Ziel 2035 festgelegt wird. Dass das Ganze geht, hat die Sachsenenergie selber deutlich gemacht in dem Beschleunigungsszenario.
denn dort ist eben ausdrücklich 2035 als Ziel genannt und es sind sehr wohl die Maßnahmen, die eben zur Erreichung dieses Zieles dienen, dort auch dargestellt in diesem Konzept. Und was Herr Lichte hier erzählt, ist schlicht und einfach falsch, dass die Sachsenenergie eben auf diese veränderten Anforderungen nicht Rücksicht nehmen würde. Also wir bleiben bei 2035. Wir wollen auch, dass der Vorstand stärker als bisher eben darauf festgelegt wird, unter anderem eben auch an seinen Tantiemen, die er bekommt. Im Weiteren geht es uns eben darum, dass Treibhausbilanzen genauer erstellt werden, als das die Sachsenenergie bisher tut. Wir wollen auch, dass die CO2-Verschmutzungszertifikate deutlicher in die Betriebskostenrechnung einbezogen werden. Nun steht in dem Dissidentenantrag etwas von 100 Windrädern, die aufgestellt werden sollen. Wie bitte? Okay. Da denken wir, es ist besser, wenn wir dem Unternehmen ein konkretes Ziel vorlegen, wie es das technisch umsetzt, ist uns Sache des Unternehmens. Und das wäre eben eine Terawattstunde Stromversorgungskapazität bis 2030, die sie errichten sollen. Ne? Gut, dann geht es insbesondere, ich überspringe mir jetzt mal ein paar Punkte, lokale Energieversorgergenossenschaften einzubeziehen. Ja, das finden wir richtig, das sollte unbedingt passieren. Und jetzt kommt noch mal ein zentraler Punkt. Ja, die Sachsenenergie soll ihr Dekarbonisierungskonzept vollständig veröffentlichen. Da ist auch nicht einzusehen, warum das nicht möglich sein soll. Solche Geheimnisse stehen nun wirklich nicht da drin. Und dann geht es eben darum, dass das Ganze eben fortlaufend kontrolliert wird. Das haben wir aber schon in unserem Ergänzungsantrag im Ausschuss reingebracht. Aber gut, man kann das jetzt noch mal bekräftigen. Das ist dann der Punkt 13, dass eben ein jährliches Monitoring durch den Stadtrat stattfindet. Das sind unsere Ergänzungswünsche und dafür bitten wir auch um Zustimmung. Nein, das ist der Punkt 11, Entschuldigung, der Punkt 11 unseres Ergänzungsantrags. Vielen Dank. So, damit sind erstmal beide Anträge eingebracht und wir können in die Fraktionsrunde mit Vollgas starten. CDU ist die erste. Herr Böhm. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Oberbürgermeister, ich hoffe, ich habe Ihre Aufmerksamkeit auch. Ja, kurzes Statement zu den Ersetzungsanträgen und Änderungsanträgen der Kollegen. Darauf wird dann meine Kollegin, die Frau Arnold, noch mal direkt eingehen. Aber ich sage jetzt schon mal, nicht ein einziger Punkt wird davon unsere Zustimmung erhalten. Und dafür gibt es gute Gründe. Dafür gibt es gute Gründe. Und ich würde sagen, das jetzt schon, also eine Bitte an den Oberbürgermeister. Wir müssen hier heute Ausschussarbeit machen, weil die eine Partei nicht aus dem Pott gekommen ist und weil die andere Partei Angst hat vor ihren eigenen Wählern offensichtlich. Ich würde Sie bitten, in dem Fall eine Stellungnahme der Verwaltung zu beiden Ergänzungs- und Ersetzungsanträgen nach Abschluss der Fraktionsrunde abgeben zu lassen oder abzugeben, damit wir dann im Weiteren hier auch ernsthaft beraten können. Ich danke schon mal. So, jetzt noch mal zur Sache. Jetzt reden wir über unsere eigenen Belange. Ich habe das an unterschiedlicher Stelle schon mal gesagt. Aus meiner Sicht ist es zwar etwas bedauerlich, dass wir es eigentlich nur zur Kenntnis nehmen, aber dieses Dekarbonisierungskonzept hat natürlich über die kommunale Wärmeplanung erhebliche Auswirkungen auf den Geldbeutel aller Dresdner, direkt oder indirekt. Und das nicht nur die Eigentümer von Wohneigentum, sondern genauso die Mieter und Unternehmen und Dienstleister etc. Und genau da ist das Problem. Und das ist das Thema, wo wir uns aufgemacht haben und haben gesagt, wie kann man damit umgehen? Wir möchten uns nicht in das Geschäft der Sachsenenergie einmischen. Und eins ist doch klar, diese Dekarbonisierungsstrategie hat einen Haufen ungedeckte Schecks. Und wenn Sie von den Dissidenten und von den Grünen dort noch 5 Schippen drauflegen wollen, das macht es nicht besser.
Wir haben einen Haufen Luft drin in diesem Konzept. Wir sind darauf angewiesen, auf Fördermittel, nicht nur für Investitionen, sondern auch im konsumtiven Bereich, um das umzusetzen. Und wenn das Geld nicht kommt, und wir sehen ja gerade, wie problematisch das ist im Bereich der Ampel in Berlin, dann wird es schwierig mit der Umsetzung. Oder glauben Sie ernsthaft, dass Sie den Bürgern dieser Stadt die gesamten Kosten dieses Konzeptes aufbürden können? Die Frage müssen Sie sich alle stellen, wenn Sie noch 3 Schippen drauflegen wollen. Für uns war wichtig, dass wir auch im Hinblick auf die kommunale Wärmeplanung, denn dieses Dekarbonisierungskonzept ist ein wesentlicher Bestandteil und ist die Voraussetzung dafür, dass wir dort ein paar Leitplanken, ein paar Linien einfügen. Und da bitte ich auch den Oberbürgermeister, und der hat ja gesagt, er wird sich wohlwollend bei der Sachsenenergie mit dem federführenden Beschluss im Umweltausschuss einsetzen, dass wir schauen, dass zukünftig Versorgungssicherheit da ist und dass es sozusagen auch in Bereichen der Stadt, wo es vielleicht nicht so lukrativ ist, zukünftig Wärme oder Gas oder ausreichend Strom anzubieten, dass das dann trotzdem da ist. Also das Thema Sicherheit, Versorgungssicherheit steht für uns absolut im Vordergrund. Das ist absolut wichtig, deswegen ist das für uns ein Punkt, der nicht verhandelbar ist. Wir sehen auch, dass die Erhöhung, dass die zukünftigen Kosten für den Wärmebezug sich nicht exorbitant entwickeln können. Denn eins ist Fakt, wir liegen jetzt mit 220 Megawattstunden, Euro pro Megawattstunde im Bereich der Wärme schon deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland, der bei 150 liegt etwa. Deswegen müssen wir dafür sorgen, auch als Kommunalpolitik, dass das kein Dauerzustand wird. Denn eins ist Fakt, zukünftig sollen über 50% der Dresdner Wärmeversorgung aus dem Bereich der Fernwärme kommen und der Sachsenenergie. Und da ist es schon wichtig, dass wir unseren Einfluss als Stadträte geltend machen, dass dort die Wärme zukünftig bezahlbar ist. Und dann noch ein dritter Punkt, der uns absolut wichtig war. Noch vor knapp einem halben Jahr, als da im Wirtschaftsministerium, ich glaube Greichen heißt der Herr, noch da war, da gab es diese All-Electric-Strategie. Gas war out und. Die Gasnetze am besten verschrotten lassen. Das ist mit uns so nicht zu machen. Wir dürfen den Leuten ja auch nicht verschweigen, dass eine Wärmepumpe, die man heute umbaut statt einer Gasheizung, das kostet 35.000 Euro für ein größeres Einfamilienhaus. Und wer auf Erdwärme geht, da sind wir bei 70.000 Euro. Das sind die Kosten, die auf den Bürger hinzukommen. Ja, und da kann man als Grüne machen. Das sind genau die Kosten, die da sind. Und das war für uns der Punkt. Das war für uns der Punkt, dass das Gasnetz so lange wie möglich erhalten bleiben soll. Natürlich nur an den Stellen, wo es natürlich auch in gewissen Bedarf gibt. Das sind die Punkte, die sind für uns auch nie verhandelbar. Ich stelle auch hier zur Abstimmung den federführenden Beschlussvorschlag. Und wie gesagt, meine Kollegin wird sich dann noch mal mit den Ersetzungs- und Änderungsanträgen auseinandersetzen. Vielleicht noch einen Satz zu den Dissidenten. Die Grünen haben ja, sage ich mal, einen Ergänzungsantrag gemacht. Das ist ja zumindest noch fair gegenüber den Dresdnern, weil die Punkte, die nämlich die Dresdner betreffen, die bleiben da drin. Aber den Dissidenten ist es völlig egal, was mit der Versorgung der Dresdner passiert und was mit den Kosten für den Wärmebezug passiert. Und das sollte man nicht aus den Augen lassen. Danke. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen auf der Empore, lieber Herr Schulze, ich achte die Initiative Dresden Zero sehr, kann mich aber der harschen Kritik von Herrn Lichti nicht anschließen. Aber ja, zum vorliegenden Konzept gehen die Meinungen durchaus weit auseinander. Es gibt differenzierte Kritik, der wir uns anschließen, und es gibt eben auch schlanke Ablehnung. Wir als Linke haben dieses Konzept eingefordert und sehen es durchaus, wie ich schon sagte, mit differenzierter Kritik. Warum? An mehreren Stellen
das haben wir heute auch schon gehört, steht als Ziel der Dekarbonisierung des Jahres 2035. Dort wollen wir die Sachsenenergie in die Pflicht nehmen. Aber das Fernwärmekonzept ist nicht abkoppelbar von der Stromerzeugung im Kraftwerk Mitte an der Nossener Brücke. Und da liegen wohl einige der Probleme. Die Preise für die CO2-Zertifikate steigen. Damit auch der Preis für den Gas, für das Gas. Das bestätigt einerseits den eingeschlagenen Weg in der Ausweitung der Fernwärme, aber auf der Stromseite erhöhen sich die Kosten. Was nun mal die Kosten für das Gas, und das ist bis jetzt noch eben ein fossiler Rohstoff. Und die Perspektive grüner Wasserstoff ist noch ein bisschen Utopie, wenn auch wünschenswert. Außerdem steht zum Beispiel im Konzept, darauf hat der Herr Oberbürgermeister heute auch hingewiesen, die Frage nach Geothermie. Das ist genauso unsicher. Geothermie ist noch mit vielen Fragezeichen verbunden. Und es ist durchaus schon klar, dass es für Dresden wohl nicht nutzbar sein wird. Zu den vorliegenden Anträgen. Dem Antrag der Dissidenten könnten wir in einigen Punkten tatsächlich zustimmen. Wir werden uns heute deshalb enthalten. Ebenso dem schnell nachgereichten Antrag der Grünen. Ich denke, beide Konzepte sollten wir in der Zukunft weiter diskutieren. Wir wollen das vorliegende Konzept mit dem Beschlusstext des federführenden Ausschusses heute beschließen und dann in der Umsetzung kritisch begleiten. Wir werden uns ja, und so steht es auch im Beschlusstext, im kommenden Jahr mit dem Konzept wieder befassen. Denn so steht es im Beschlusspunkt Text 2, ich zitiere, der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, die Maßnahmen des Konzepts als wichtige Bausteine in die kommunale Wärmeplanung der Landeshauptstadt Dresden einzuarbeiten und den kommunalen Wärmeplan im vierten Quartal 2024 dem Stadtrat vorzulegen. Bringen wir deshalb heute gemeinsam das Konzept auf den Weg und begleiten es kritisch. Dankeschön. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Engel, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin erstmal froh, dass wir heute überhaupt die Gelegenheit haben, auch über dieses Konzept auch zu sprechen und dass es überhaupt auch jetzt endlich dieses Konzept auch gibt. Denn ich glaube, es ist notwendig, dass wir hier in Dresden mit der Sachsenenergie zusammen gemeinsam einen Weg einschlagen. Und aus Sicht unserer Fraktion sind da vor allem drei Punkte maßgeblich. Punkt Nummer eins ist, Dresden muss tatsächlich seinen Beitrag auch zur Dekarbonisierung auch leisten und die CO2-Ziele, die wir insgesamt auch bundesweit, europaweit und sogar weltweit uns aufgestellt haben, die müssen sich auch hier in unserer Kommunalpolitik niederschlagen. Zweiter zentraler Punkt für uns als Fraktion ist natürlich, dass auch die Sachsenenergie nicht nur kurz- und mittelfristig als Unternehmen weiterhin erfolgreich am Energiemarkt sein sollte, sondern eben auch langfristig. Und dafür sind Umstellungen notwendig und dementsprechend sollte auch ein solches Konzept eine Grundlage dafür bieten. Und zum Dritten, es geht natürlich auch darum, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten für die Dresdnerinnen und Dresdner, für die Dresdner Wirtschaft, für die vielen Ansiedlungen, die vielleicht auch noch in unsere Stadt auch kommen. Ich will an der Stelle aber auch sagen, aus unserer Sicht ist dieses Konzept eben kein Schlusspunkt, dass man sagt, haben wir beschlossen und jetzt wird die nächsten 15, 20 Jahre danach gearbeitet. Wir haben das in den letzten 2-3 Jahren gemerkt, wie schnell und teilweise auch unerwartet durch Kriegssituationen, durch Änderungen am Energiemarkt sich ein Stück weit viele Rahmenbedingungen auch wieder ändern. Und dementsprechend müssen wir, glaube ich, auch ganz ehrlich in Sachen dieses Konzept, das ist ein erster Baustein, das werden wir uns immer wieder angucken müssen in den Aufsichtsgremien, aber auch gerne ab und an eben in den Ratsgremien und immer wieder auch Anpassungen vornehmen. Also das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Wir werden hier nicht den einen Masterplan entwickeln, der bis 2040 genauso umgesetzt wird. Da werden Dinge dazwischen kommen und das sollte uns allen auch klar sein. Dementsprechend finden wir es auch gut, wenn es hier noch Anregungen gibt, wie man da auch weitergehen kann. Ich würde an
von unserer Fraktion beantragen den grünen Änderungsantrag. Da gibt es einige Passagen, die finden wir sehr plausibel und gut. Es gibt andere Punkte, die sehen wir etwas kritischer. Dort gerne eine punktweise Abstimmung zu machen, weil das tatsächlich sehr unterschiedliche Sachverhalte zum Teil auch sind. Ich will an der Stelle nicht verhehlen, dass es in dem Konzept natürlich auch gewisse, ich sag mal so, Erwartungen gibt, die man auch kritisch hinterfragen kann. Das ist auch in der öffentlichen Vorlage angedeutet. Nämlich zum Beispiel, dass Wasserstoff eine sehr, sehr große Rolle einnehmen wird. Da setzt man natürlich ein Stück weit darauf, dass wir zum einen genug grünen Wasserstoff überhaupt produzieren in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Wir setzen darauf, dass Dresden ausreichend früh dann tatsächlich dran angeschlossen ist. Wir setzen darauf, dass wir unsere Kraftwerkskapazitäten dann in recht kurzer Zeit auch wirklich umgestellt bekommen. All das sind natürlich Voraussetzungen, die man dann erstmal erfüllt haben muss. Es gibt andere Städte, die begeben sich offenbar auch auf einen ähnlichen Weg. Also die Stadt Hamburg wurde da auch als Beispiel genannt. Dementsprechend scheint es uns jetzt aber auch nicht vollkommen fernliegend, zumindest in diese Richtung auch zu denken. Ob es in diesem Umfang am Ende passiert, das kann man aber sicherlich auch hinterfragen. Umso wichtiger ist es aus Sicht unserer Fraktion, auch Wärmepotenziale in der Stadt, die es schon gibt, zu identifizieren. Und da ging ja jetzt vor einigen Wochen ein sehr, sehr schönes Beispiel auch durch die Dresdner Presse mit dem Rechenzentrum der TU Dresden, was jetzt tatsächlich mit seinem Wärmepotenzial für die Fernwärme genutzt wird. Wir haben dort mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Millionen es geschafft, mehr oder weniger Fernwärme für 3.700 Haushalte zur Verfügung zu stellen, was eine extrem wirtschaftliche Angelegenheit ist. Und wir sind der festen Überzeugung, es stecken da im Dresdner Stadtgebiet bei unserer Industrie, aber vielleicht auch bei anderen Institutionen in der Forschung noch viele Potenziale, die wir heben sollten. Und wenn wir diese Potenziale heben, mindert sich eben auch die Lücke, die wir insgesamt dann noch haben, wo wir dann darüber diskutieren, ob wir das gegebenenfalls mit Wasserstoff umstellen oder ob wir vielleicht eben andere Quellen eher noch in Betracht ziehen, die Herr Hilbert auch zum Teil schon erwähnt hat. Wir werden dieser Vorlage hier heute so zustimmen. Wir sehen das als einen ersten Baustein, der sicherlich weiter vervollständigt werden muss. Und uns wäre vor allem wichtig, dass wir darüber in den entsprechenden Gremien im Gespräch bleiben und es nicht ad acta legen, sondern ernst nehmen und dann tatsächlich weiter an dem Thema dranbleiben. Vielen Dank. Als nächste Fraktion ist die FDP in der Reihe. Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Beschluss zum Dekarbonisierungskonzept der Sachsenenergie. Es ist durchaus merkwürdig, warum wir das als den Stadtrat noch mal extra hier abstimmen müssen, aber gut, es ist ureigenste Aufgabe von Vorstand und auch Aufsichtsrat, sich mit der künftigen Strategie und den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Wir haben Rahmenbedingungen, ob man die gut oder schlecht findet, die eine Dekarbonisierung aus wirtschaftlichen Erwägungen erfordern. Entsprechend geht es jetzt um die Frage, wie man es am besten macht. Dabei ist es uns als FDP-Fraktion vor allem wichtig, dass es wirtschaftlich effizient erfolgt und Strom und Wärme für die Dresdnerinnen und Dresdner bezahlbar bleiben. Das jetzt vorliegende Konzept erscheint uns dafür sinnvoll. Bei vielen Themen wird die Abhängigkeit von überregionalen Entwicklungen entscheidend sein. Beispielsweise, wann ist grüner Wasserstoff ausreichend verfügbar und kann in den Netzen und der Wärmeerzeugung das Gas ersetzen? Wie entwickelt sich der CO2-Preis oder wie sind die Angebot- und Preisentwicklungen im Gasmarkt? Wichtig ist, dass man darauf auch flexibel noch reagieren kann und Anpassungen abhängig von den Rahmenbedingungen vornehmen kann. Das mitbeinhaltende Konzept zur Müllverbrennungsanlage ist für uns auch überzeugend. Thermische Verwertung von den Rohstoffen ist oft eine sehr sinnvolle Alternative. Aktuell wird Müll über viele Kilometer transportiert und in Anlagen verfeuert, die nicht aktuellen Standards zur Nutzung der Wärme erfüllen. Das heißt, da geht momentan viel Energie verloren. Es ist sowieso unklar, warum dann auch die thermische Verwertung oft in den Recyclingmöglichkeiten anderen Varianten nicht gleichgesetzt werden. Oftmals ist es das effizienter und die beste Recyclingmöglichkeit. Wenn die Kreislaufwirtschaft funktioniert, widerspricht das dann auch nicht den Klimaschutzambitionen. Über kurz oder lang wird der Müll eben aus Produkten nachwachsender Rohstoffe bestehen. Da ist dann die thermische Verwertung oft die ökologisch sinnvollste Variante des Recyclings und ermöglicht parallel die Wärmeerzeugung. Die daraus resultierende Reduktion der Transportwege wird dadurch erreicht. Für alles Weitere ist entscheidend, dass die Sachsenenergie ihre Strategie konsequent fortsetzt und für uns gibt es auch keine Gründe, der Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat zu misstrauen. Wir sollten die Sachsenenergie auch nicht zum Spielball politischer Ziele machen und damit ihre Wirtschaftlichkeit aufs Spiel setzen. Die Rahmenbedingungen werden überregional gesetzt. Aufgabe der Sachsenenergie ist es, daraus das Bestmögliche herauszuholen.
Die Änderungen und Ersetzungsanträge sind für uns nicht zustimmungsfähig. Die Entscheidungen sollten im Vorstand mit Abstimmung des Aufsichtsrats erfolgen. Das vorliegende Konzept ist für uns als FDP alles in allem überzeugend. Entsprechend werden wir dem so zustimmen. Dankeschön. Wird Freie Wähler, Freier Bürger das Wort gewünscht? Sieht nichts aus. Dann Dissidenten. Herr Lichti. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Zunächst einmal an die CDU und an die Grünen, also Frau Ahnert, Herr Böhm, Herr Deppe im Umweltausschuss. Das war wirklich eine schöne Sache und das ist jetzt ja auch schon 2 Wochen her. Und wir haben da eine gute Grundlage gelegt, ja, muss ich wirklich sagen. Also ich, der Pirat, kann die CDU loben von vollem Herzen und die Grünen auch. Das war wirklich eine schöne Sache. Das war eine gute Grundlage. Wir haben da eine Grundlage gelegt. Die Welt dreht sich immer weiter. Seitdem haben wir Mails bekommen. Wir haben selber nachgedacht. Wir hatten das Gespräch mit der Sachsenenergie. Und deswegen hat sich jetzt sozusagen unser Ergänzungsantrag, der ja, sage ich mal, ein schönes Second Life bei den Grünen bekommen hat, hat sich der entwickelt. Und ich hoffe einfach, dass wir diesen konstruktiven Pfad auch noch weiter in anderen Sachen und in der Sache weitergehen werden. Ich möchte jetzt auf eine Sache explizit eingehen, die noch nicht so sehr beleuchtet wurde und wo ich hoffe, dass die FDP zumindest das auch begreift. Ja? Und zwar, es geht darum, wie erhalten wir die Sachsenenergie in dieser Transformation, die unausweichlich ist, wie erhalten sie wirtschaftlich? Wie kann sie weiter wirtschaftlich arbeiten? Und es ist ja jetzt so, dass heute verkauft die Sachsenenergie gerne in Kombination Gas und Strom und Wasser. So. Warum verkauft die dann an viele Haushalte? Weil ja, die Gasleitung liegt da. Wenn ich dann schon einen Gasvertrag habe, es liegt ja nah, dann nehme ich auch gleich Strom. So, dann ist man halt Drehbarkunde und dann läuft der Laden. Das Konzept, was hier vorliegt, fußt aber im Wesentlichen darauf, Herr Lichti hat es schon gesagt, auf die zentrale Energieerzeugung und dann auf die Verteilung der Wärme im Fernwärmenetz. Das deckt aber nur die Hälfte von Dresden ab. Was ist jetzt mit all den Kunden, die jetzt Gas und Strom beziehen, logischerweise von der Sachsenenergie, weil nur die kann Gas beziehen, wenn Gas in der Zukunft immer weniger Anteil hat, immer weniger wichtig wird, warum zur Hölle sollen die Leute denn dann bei der Drehwag, bei der Sachsenenergie Strom kaufen? Es gibt grün, gelb, blau, yellow Strom, der Markt regelt alles. Also warum sollen die Menschen, die Hälfte von Dresden, warum sollen die überhaupt noch Kunden bei der Drehwag sein? So, es gibt eigentlich keinen Grund, es sei denn, wir würden explizit Standortvorteile ausspielen. Wenn jetzt das Gasnetz weg ist als Standortvorteil oder nicht mehr so wichtig ist, was bleibt denn übrig? Ja, der Standort. Die Sachsenenergie ist hier, die Sachsenenergie kann hier organisieren, sich schnell vor Ort und deswegen muss, das ist einer der Punkte in dem Ersetzungsantrag oder dann Ergänzungsantrag, muss die Sachsenenergie viel, viel stärker in die Fläche gehen, viel, viel stärker in die Randbereiche und muss mit allen Häusern, mit Privatleuten, mit Schulen, mit Gewerbe, mit was weiß ich, Genossenschaften, von mir aus auch die Vonovia, muss mit all denen Verträge machen, damit sie dann sagen kann, ja, wir sind hier für Ort, wir helfen euch, Solar aufs Dach zu werfen, wir machen lokale Energiespeicherung, wir verschalten das alles in einem schönen Dresdennetz und können so die Versorgungssicherheit gewährleisten. Mein Punkt hier ist aber, ein rein wirtschaftlicher, ich rede nicht über Klima, ich rede nicht über CO2, ich rede nur über Geld. So, wenn die Sachsenenergie nicht Dresden und Umgebung als Kunden erhalten möchte, muss sie in die Fläche rausgehen. Und das ist halt einer der Punkte, die im Konzept nur ganz kurz einmal eine halbe Seite und eine Viertelseite über Contracting steht da drin, ansonsten steht da nichts. Und deswegen müssen wir dieses Konzept modifizieren.
Und deswegen, es war zwar schon eine Tagesordnungsdebatte, während wir über die Tagesordnung debattiert hatten, haben wir aber noch nicht den Antrag der Grünen gehabt. Ich habe jetzt vernommen, die CDU hat sich sozusagen positioniert, das ist völlig legitim. SPD hat gesagt, es gibt hier irgendwie schöne Ansätze in dem, was vorliegt. Linke hat das auch gesagt. Deswegen probiere ich das jetzt nochmal unter Betrachtung der neuen Lage, die wir jetzt haben, Informationslage, stelle ich also nochmal den Antrag an Rücküberweisung an den Umweltausschuss. Mal gucken, wie das ausgeht, weil dann könnten wir da nämlich gemütlich und entspannt und genauso schön, wie wir es damals gemacht haben, gucken, ob wir den einen oder anderen Punkt nicht noch reinnehmen. Dann können wir noch die Hälfte wegschmeißen, sind alle zufrieden. Und wie gesagt, ich stelle dann nach der Diskussion, können wir dann ja abstimmen, Überweisung in den federführenden Umweltausschuss. Dankeschön. Nächste Fraktion, die andere Reihe ist AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, interessant, wir diskutieren erst mal anderthalb Stunden und dann schicken wir es doch wieder in den Ausschuss zurück. Bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Während die Ampelparteien in der Bundesregierung mit ihrer Finanz-, Wirtschafts- und Außenpolitik auf ganzer Linie scheitern, beschließen sie im Energiesektor nahezu im Wochentakt neue Gesetze. Erneuerbare Energiengesetz, Gebäudeenergiengesetz, Wärmepumpengesetz und Gesetz zum erneuerbaren Heizen sind nur einige Stilblüten dieser ideologiegetriebenen energiepolitischen Gängelung kommunaler Versorger, Grundstückseigentümer und Mieter. Statt diese energiepolitische Geisterfahrt, deren Ende sich gemeinsam mit dem Ende der Ampelkoalition schon am Horizont abzeichnet, zunächst erst einmal auszusitzen, zeichnet sich die Sachsenenergie hier leider durch vorauseilenden Gehorsam aus und legt dem Stadtrat dieses Dekarbonisierungskonzept vor. Dieses Konzept ist ein Sammelsurium von Luftschlössern. Ein Fake-Konzept, das wurde heute bereits gesagt. Das räumen die Verfasser in diesem Dokument übrigens auch selbst ein. So wird mehrmals in diesem Dokument wiederholt, dass die Umsetzung dieses Konzepts überhaupt nur dann funktionieren kann, wenn sich grundlegende Rahmenbedingungen in nächster Zeit maßgeblich ändern. Rahmenbedingungen wie die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu reduzieren, werden sich aber kaum beeinflussen lassen, ohne dabei die Beteiligungsrechte betroffener Bürger in rechtswidrigem Ausmaß zu beschneiden. Insbesondere bei Geothermieanlagen halte ich diesen Versuch für sträflich. Und auch der in dem Konzept angemahnte und bestehende Fachkräftemangel im Ingenieurbereich ist eine Rahmenbedingung, die sich absehbar nicht verbessern wird. Inzwischen ist statistisch belegt, dass die seit 2015 anhaltende, unkontrollierte Massenmigration den Fachkräftemangel sogar noch verschärft hat, insbesondere im Ingenieurbereich. Qualifizierte wandern aus, unqualifizierte wandern ein. Das wird sich bei der Fortführung dieser Migrationspolitik auch nicht ändern, eher verschlechtern. In dem Wissen, dass dieses Konzept angesichts der fehlenden Rahmenbedingungen ohnehin eine Totgeburt ist, müsste man eigentlich gar nicht mehr auf die inhaltlichen Schwächen dieses Konzeptes eingehen. Ich mache es trotzdem mal, zumindest an einem Beispiel. Es wurde ja bereits gesagt, ein wesentlicher Bestandteil der bundesgesetzlichen Vorgaben, die sich auch in diesem Konzept wiederfinden, ist die schrittweise Substitution von Gas durch grünen Wasserstoff. Das gilt sowohl für die Kraftwerksversorgung als auch für die Gasversorgung in privaten Gebäuden. Die Gasversorgung von privaten Gebäuden erfolgt derzeit durch ein Verteilnetz, welches zu weiten Teilen noch aus 30 oder 40 Jahre alten Rohren oder noch älteren Stahlrohrleitungen besteht. Würden diese Leitungen unverändert zukünftig unter hohem Druck mit Wasserstoff durchströmt werden, ist es eine Frage der Zeit, bis wir in Dresden erste Gaslecks und Havarien befürchten müssen. Grund dafür sind die chemischen Eigenschaften von Wasserstoff. Wasserstoff ist nun mal das kleinste Element im Periodensystem. Und selbst als Molekül hat es immer noch die Eigenschaft, durch Stahl hindurch zu diffundieren und in die Atmosphäre zu gelangen. Und weil das nicht schon schlimm genug ist, ist Wasserstoff bereits bei Temperaturen in unseren Breitengraden äußerst reaktionsfreudig. Wenn es mit Luft reagiert, kommt es zu Knallgasexplosionen. Und während der Diffusion durch den Stahl lagert es sich an den Kristallen des Stahlwerkstoffes an und verändert dessen physikalische Eigenschaften. Wasserstoffversprödung nennen Ingenieure diesen Vorgang, der dafür sorgt, dass Stahl Materialeigenschaften annimmt, die deren von Glas gleichen. Beispiele für derartige Leitungsversagen findet man 2018 in Buenos Aires oder 2019 an einer Wasserstofftankstelle in Sandvika, Norwegen. Damit solche Unfälle in Dresden nicht passieren,
müssen das gesamte Versorgungsnetz und auch sämtliche Leitungen in den privaten Heizungskellern auf zertifizierten wasserstoffverträglichen Kunststoff oder auf Edelstahl umgerüstet werden. Die Kosten und den zu erwartenden Aufwand dafür konnte ich allerdings an keiner Stelle in diesem Konzept finden. Da kann man auch über den Beschlusspunkt von der CDU vorgeschlagen, dass die Bürger nicht übermäßig mehr belastet werden soll, gerne philosophieren und müde lächeln. Am Ende werden es die Dresdner Grundstückseigentümer und die Dresdner Mieter sein, die genau diese Kosten zu tragen haben. Zusammenfassend scheitert dieses Konzept an den auch in absehbarer Zeit nicht gegebenen Rahmenbedingungen und weist inhaltlich erhebliche Unschärfen und Schwächen auf. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass dieses Konzept als streng vertraulich klassifiziert wurde, wenn die Banken dieses Konzept lesen würden und die Sachsenenergie dieses dann auch noch ernsthaft versuchen würde umzusetzen, hätte das wahrscheinlich unmittelbar negative Auswirkungen auf die Bonität des Unternehmens. Und so fällt es heute meiner Fraktion sehr leicht, diese Vorlage abzulehnen. Inhaltlich, weil wir es als AfD nicht hinnehmen können, dass eine Clique von Klimajüngern dafür sorgt, dass kommunale Energieversorger in gefährliche Fahrwasser kommen, die Energiepreise in unserer Stadt immer weiter steigen und die Bürger und Unternehmen für grüne Ideologieprojekte ausgebeutet werden. Wir lehnen diese Vorlage aber auch aus formalen Gründen ab. Denn der Stadtrat soll hier ein Konzept zur Kenntnis nehmen, was er nicht zur Kenntnis nehmen kann, weil es seitenweise geschwärzt ist. Das ist keine Kenntnisnahme. Das Ziel des politischen Handels auf allen Ebenen muss es sein, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Energie preiswert für Bürger und Unternehmen anzubieten, um damit die Inflation zu bremsen, die Deindustrialisierung zu stoppen und unseren Wirtschaftsstandort wieder zu stärken. Allein der Versuch, dieses Konzept umzusetzen, würde das Gegenteil bewirken. Deswegen lehnen wir es ab. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Gut, jetzt dann noch mal zum Grundsätzlichen. Dekarbonisierung ist eine Mammutaufgabe. Es ist vor allen Dingen deshalb eine Mammutaufgabe geworden, weil es in den letzten Jahrzehnten eben total in der Politik vorbeigegangen ist, was wir für eine Situation haben, dass wir eben eine Klimakrise haben, dass wir eine galoppierende Erwärmung haben. Und wenn man eben schon vor 20 Jahren, als all das bekannt war, reagiert hätte, dann hätten wir nicht die Probleme, vor denen wir jetzt stehen. Und denen müssen wir uns aber stellen. Und wir haben vor genau einem Jahr beschlossen, dass wir uns diesen Problemen stellen wollen mit einer Zielperspektive, nämlich der Klimaneutralität Dresdens im Jahr 2035. Und darauf sind wir verpflichtet. Und darauf ist auch unser städtischer Energieversorger zu verpflichten. Und ich bin Herrn Hilbert auch dankbar, dass er eben vorhin ausdrücklich auch nochmal auf diesen Beschluss und auf das Jahr 2035 hingewiesen hat. Und daran haben wir uns zu halten. Und es ist eben auch der Auftrag, unter anderem auch an den Oberbürgermeister, eben im Rahmen der Sachsenenergie darauf hinzuwirken, dass dieses Ziel eingehalten wird. Nun gibt es dieses Dekarbonisierungskonzept der Sachsenenergie und es ist ja schon darauf hingewiesen worden, es gibt es in zwei Varianten, es gibt dieses Basisszenario und es gibt dann eben das Beschleunigungsszenario mit dem Zieldatum 2035. Und in dem Konzept wird deutlich gemacht, und das möchte ich wirklich mal klar hervorheben, auch gegenüber dem, was Herr Lichtig vorhin gesagt hat, dass dieses Ziel 2035 erreichbar ist. Es gibt keinen Königsweg dahin, aber in dem Dekarbonisierungskonzept sind die Elemente, die man braucht, um dorthin zu kommen, wirklich klar erläutert. Und die Sachsenenergie bekennt sich auch dazu, diese Dinge dann zu tun. Und ich nenne halt nur einige Dinge, die wirklich nötig sind. Großwärmepumpen, Nutzung industrieller Abwärme, ganz wichtig. Nutzung der Wärme aus unserer Kläranlage eben auch für Großwärmepumpen. Ein Flusswasserwärmepumpe, Hitzespeicher, Tiefengeothermie und eben nicht zuletzt auch grüner Wasserstoff, der dann eben in Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden sollte, um Residualbedarf gerade auch in der Wärmeversorgung decken zu können. Und beim Strom brauchen wir einen raschen Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik. Nun liegt das Konzept in groben Zügen vor. Es wurde darauf hingewiesen worden, auch wir wollen da mehr Transparenz. Es soll in allen
Aspekten offengelegt werden. Und die bisherige Diskussion auch in der Öffentlichkeit hat schon gezeigt, dass es einiges an Kritik daran gibt. Auch wir haben Kritik daran und wir haben auch insbesondere Skepsis, ob die sehr optimistischen Annahmen für die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff 2030 oder jenseits von 2030 wirklich umsetzbar sind. Ne? Man wird das für industrielle Prozesse vor allen Dingen brauchen und dann wird man sehen, ob noch genügend übrig bleibt. Ne? Aber deshalb muss man eben auch andere eben der genannten Maßnahmen dann vielleicht dann auch stärker benutzen, meinetwegen Großwärmepumpen. Wichtig ist aber das Ziel, dass wir eben an diesem Ziel festhalten. Ne? Und auch nur, wenn man sich ehrgeizige Ziele setzt, dann wird man sie tatsächlich auch erreichen können und genügend Anstrengungen unternehmen, um dorthin zu kommen. Nun ist es aber so, dass nicht nur das eine Ziel genügt, sondern es ist ganz wichtig, dass man sich eben realisierbare Zwischenziele setzt. Und genau das haben wir eben in die Beschlussvorlage hineingebracht über unseren Ergänzungsantrag, indem wir halt sagen, die Sachsenenergie muss jetzt nicht nur ein Endziel definieren, sondern eben Zwischenziele auf dem Weg dahin. Und das wollen wir in 4 Jahresscheiben machen. Und diese Zwischenziele müssen überprüfbar sein und die Investitionspläne der Sachsenenergie müssen wirklich darauf ausgerichtet sein. Und wenn man dann auf dem Weg sieht, das geht nicht mit den Maßnahmen, die man sich da vielleicht vorgenommen hat, aus den Stefan Engel hat darauf hingewiesen, aus den sich ändernden Rahmenbedingungen, dann muss man nachjustieren. Ne? Und genau das ist das Beschlusspunkt 3 in der Beschlussempfehlung des Umweltausschusses, was wir damit erreichen. Und dem Unternehmen werden damit wirklich nochmal Leitlinien und Stangen eingezogen, die es wirklich zwingen, einen belastbaren und realisierbaren Weg hier zu gehen. Und darüber ist dann eben auch dem Stadtrat jährlich zu berichten. Wir brauchen vom Stadtrat eben diese Kontrolle, um dahin zu kommen, dass das Ganze wirklich dann auch gemacht wird. Und wenn wir das so machen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eben mit unserem Energieversorger auch das Ziel der Klimaneutralität 2035 erreichen können. Vielen Dank. So, damit sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Frau Arnold, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, ich nehme es gleich vorweg. Ganz sicher werden wir hier nicht zustimmen, dass wir damit nach dieser langen Diskussion nochmal in den Ausschuss gehen. Also es kann nicht sein, dass wir hier so viel Steuergeld aufbringen, weil, verzeihen Sie es mir, die Dissidenten die Fraktionsarbeit anders verstehen als alle anderen hier in diesem Raum und das eher eine Finanzierungsbasis ist, aber eben nicht eine eigentliche Fraktion, erkennt man daran, Herr Schulte-Wissermann, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, ich finde zu Recht, wie gut das im Ausschuss gelaufen ist, dass wir uns alle aufeinander zubewegt haben und dass wir nach gemeinsamer Diskussion, auch unter Ihrer Moderation, zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Und dann legen Sie hier einen Ersetzungsantrag vor, bei dem nicht ein einziger Punkt übrig bleibt, den Sie hier vorhin gelobt haben, weil einer Ihrer Kollegen nicht anwesend war und uns mit 9 Seiten Antrag beglückt hat. Also das kann dann nicht Sinn und Zweck sein, dass wir da noch einmal zurückgehen. Das entscheidend. Ein Unterschied, den ich der Kollege Böhm schon klar gemacht hat, Sie wollen alle beide hier in Ihren Anträgen die Investitionspolitik der Sachsenenergie, einer Aktiengesellschaft, einzig darauf ausrichten, so steht es in Ihrem Beschlusspunkt, klimaneutrale Versorgungssicherheit bis 2035. In den Redebeiträgen haben wir jetzt durchaus gehört, und das ist entscheidend, es muss natürlich abgesichert sein, dass hier dieses Unternehmen weiter wirtschaftlich arbeiten kann.
aber in Ihrem Antrag ist es ausgeschlossen. Also die einzige Zielrichtung ist jetzt, die Klimaneutralität zu unterstützen bis 2035 und dieses Konzept umzusetzen. Das geht nicht. Der große Unterschied zu uns ist, wir sagen ja, wir wollen in einem vernünftigen Zeitabschnitt dafür Sorge tragen, Klimaneutralität hinzubekommen. Aber es muss eben mit den Bürgern funktionieren und es muss wirtschaftlich funktionieren. Technologieoffen muss das Ganze sein. Das ist der nächste wichtige Aspekt. In Ihrem Antrag legen Sie die Sachsenenergie an die Leine. Ob das nun exakt festgelegt ist, Windenergie, wie viele Windenergieanlagen es sein soll, oder ob Sie das offener lassen. Sie wollen eine jährliche Berichterstattung. Wir alle wissen, wie viel Arbeit, wie viel Zeit die Unternehmen investieren, um überall zu berichten, und sie wollen sie jetzt festlegen auf bestimmte Abläufe. In all ihren Punkten ist genau festgelegt, wie sie sich das vorstellen. Aber so funktioniert es nicht, denn in Ihrer Begründung, Herr Lichti, haben Sie selbst die Argumentation bestens vorgelegt. Sie kritisieren, dass es alte Zahlen sind, auf denen dieses Konzept fußt, und wollen jetzt, dass es neu aufgeschrieben wird mit aktuellen Zahlen, und dann muss es exakt so abgearbeitet werden und es braucht ein Controlling. Das ist doch völlig unsinnig. Diese Sachsenenergie muss sinnvoll arbeiten und muss weiter dafür Sorge tragen, dass es für die Bürger sicher, dass es bezahlbar ist und dass es dieses Dekarbonisierungskonzept so umsetzen kann, wie sich eben dynamisch Technologie entwickelt und wie sich eben auch Rahmenbedingungen auf Bundesebene entwickelt. Und genau deshalb werden wir diese Anträge ablehnen und eine Überführung nochmal, Rücküberweisung den Ausschuss ebenfalls. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte dort weitermachen, wo mein hochverehrter aktueller Fraktionsvorsitzender Dr. Martin Schulte-Wissermann geendet hat. Ich möchte nämlich nicht über Klimaschutz reden, ich möchte über Betriebswirtschaft reden. So, jetzt hat ja die gesamte rechte Seite, hat ja wieder das hohe Lied der fossilen Versorgungssicherheit gesungen. So, ich sage Ihnen einfach mal ein paar ganz einfache Zahlen. Diese sogenannten Dekarbonisierungsmaßnahmen, Großwärmepumpe, Abwärme, was jetzt hier von Herrn Engel und allen so gelobt wurde, da haben wir mal nachgefragt, was habt ihr denn da eigentlich für eine Amortisationszeit angesetzt? Die Antwort war 15 Jahre. Da bin ich fast vom Hocker gefallen. Die Amortisationszeit berechnet man wirtschaftlich nach der technischen Lebensdauer. Glaubt denn die Sachsenenergie, das macht die uns weiß, dass irgendwie eine Abwärmeanlage oder eine Großwärmepumpe nach 15 Jahren auseinanderfällt? Okay, da kann man mal Reparaturen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das zeigt, dass die Berechnungen, die in diesem Konzept uns vorgelegt werden, da haben die Dekarbonisierungsmaßnahmen bewusst schlecht gerechnet. Ich mache weiter. Es wurde hier schon angesprochen, die Betriebskosten aufgrund der CO2-Verschmutzungszertifikate. Nehmen Sie einfach mal zur Kenntnis, dass die Sachsenenergie im Jahre 2023 voraussichtlich 73 Millionen Euro bezahlen muss an CO2-Verschmutzungszertifikate. Ich habe die Zahl im Drehwag-Aufsichtsrat nachgefragt. Ja? Fragen Sie mal selber, ich bin seit Jahren der Einzige, der das überhaupt nachfragt. Dann finden wir in diesem Konzept, hochinteressant, eine Kurve, das sind keine Zahlen von mir, eine Kurve, wie die Sachsenenergie bis 2045 glaubt, dass die CO2-Preise sich entwickeln könnten. Und dann habe ich mal diese Zahlen genommen und habe die angeblich geplanten Dekarbonisierungsschritte der Sachsenenergie genommen und habe mal dann ausgerechnet und überschlagen, wie viel CO2-Verschmutzungsrechte muss denn die Sachsenenergie bis 2035 bezahlen. Es ist schätzungsweise 1 Milliarde Euro. Ich sage es mal so, das sind Betriebskosten. Und wer trägt denn diese Betriebskosten? Die beträgt der Dresdner Energiekunde und kein anderer. Der muss das nämlich bezahlen. Jetzt sage ich mal rein wirtschaftlich, müsste es doch das Ziel des Unternehmens sein, diese Betriebskosten zu reduzieren. Das ist wirtschaftliches Denken. Nein, wir haben hier ein Konzept, wo drin steht, wir machen nochmal 1 Milliarde. Diese 1 Milliarde ist es der Mindestbetrag, mit dem die Sachsenenergie tatsächlich Dekarbonisierungsmaßnahmen umsetzen müsste.
Und zwar nicht aus Klimaschutzgründen, sondern aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen. Also hören Sie hier bitte auf mit diesem Märchen, als ob fossilzentralistische Modell von vor 100 Jahren die Versorgungssicherheit und auch den wirtschaftlichen Erfolg der Sachsenenergie gewährleisten könnte. Das Gegenteil ist richtig. Und ich bitte Sie, lesen Sie doch mal dieses angebliche Konzept, was ich hier gehört habe. Lieber Stefan Engel, ich schätze dich ja wirklich sehr. Aber lesen es doch, nehmt es doch mal zur Kenntnis. Lehnt es doch einfach mal zur Kenntnis. Diese Anlage bei der Slup, ganz kurz nur. Ja, hervorragend. Ich frage mich, warum kommt es erst jetzt und haben das nicht schon vor 15 Jahren gemacht? Aber es ist ein so kleiner Beitrag zu dem Wärmebedarf, den wir decken müssen. Ein ganz kleiner Beitrag. Er ist wichtig, er ist gut, ich finde es toll, sollen sie machen. Aber sorry, das ist nicht der große Schlag, den wir brauchen. Vielen Dank. Ansonsten, ich kann nur appellieren, folgen Sie dem Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, geben Sie uns nochmal die Gelegenheit, das im Ausschuss nochmal zu diskutieren. Vielleicht auch mal mit einem Vertreter der Sachsenenergie, der dann mal vielleicht Antwort geben muss, wenn er mal die richtigen Fragen gestellt bekommt. Machen Sie das. So, Herr Lichti hat es geschafft, weitere drei Redner zum Beitrag zu motivieren. Herr Scholbach fängt an. Er kommt ja am Ende, mache ich immer. Aber ich habe jetzt auch schon aufgerufen und soweit. Ich habe gesehen bei der Geschäftsordnung Anträge, aber zunächst Herr Scholbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Das, was die Grünen und auch der Grüne Johannes Lichte hier aufführen, das ist wirklich eine Schmierenkomödie, die ich empörend finde. Ich möchte Ihnen auch sagen, was mich daran so empört. In der Sachsenenergie, einer städtischen Beteiligung, wo städtische Vertreter des Stadtrates in den Gremien auch sitzen, wurde dieses Konzept ein Jahr lang hoch und runter diskutiert. Es gab so oft die Möglichkeit, sich einzubringen, Vorschläge unterzubreiten, Änderungsvorschläge vorzulegen, darauf Einfluss zu nehmen. Es hat die Möglichkeit bestanden, sich einzubringen. Dann ist dieses diskutierte Konzept vor über 2 Monaten durch die Stadtverwaltung, dem Stadtrat und damit jedem einzelnen Stadtratsmitglied vorgelegt worden. Und seitdem gibt es die Möglichkeit, in den Ausschüssen sich einzubringen und Änderungen vorzutragen und vorzuschlagen. All das ist wochenlang nicht passiert. Und dann kommen die Grünen, die heute am Anfang noch die Begrenzung der Redezeit durchgesetzt haben. Kommen Sie mitten in der Sitzung zu diesem wichtigen Konzept, was so eine Bedeutung hat, zu einem unserer wichtigsten Unternehmen in dieser Stadt, kommen Sie mit einem anderthalbseitigen Antrag. Anderthalb Seiten mit 11 Punkten. 11 Punkte, die hier ergänzt werden sollen. Mal ebenso auf der Grundlage einer Tischvorlage. Nehmen Sie sich eigentlich ernst, liebe Grüne? Was machen Sie denn hier? So, das ist das eine. Der nächste Punkt. Wir haben vor fast 4 Jahren hier in diesem Stadtrat beschlossen, dass der Klimaschutz die höchste Priorität haben sollte. Wenn das so wäre und wenn Sie das ernst nehmen würden, dann müssten Sie mal ein ernsthaftes Würzen mit Ihrer Umweltbürgermeisterin reden, die es 4 Jahre später nicht geschafft hat, dem Stadtrat ein Klimaschutzkonzept vorzulegen. Es liegt bis heute nicht vor, immer nur Versprechungen. Reden Sie doch mit Ihrer eigenen Umweltbürgermeisterin, dass die mal aktiv wird, bevor Sie hier auf die Sachsenenergie zeigen und behaupten, was die angeblich alles falsch machen würde, meine Damen und Herren. Und wissen Sie was? Was Sie hier vorschlagen, ist doch, heute nichts zu beschließen. Nichts zu beschließen, nicht voranzukommen, anstatt zu sagen, wir haben ein Konzept, das ist jetzt ein Jahr lang beraten worden. Wir haben ein Konzept, das wir umsetzen können. Und da legen wir jetzt einfach mal los. Und wenn wir dann noch Verbesserungen haben, nehmen wir sie später auch noch vor. Aber wirklich, das ist doch eine Komödie ohne Gleichen und ein Affentheater hier vorzuschlagen, jetzt nach so langer Diskussionszeit das alles zu vertagen und nicht zu beschließen. Dann kommen wir garantiert mit dem Klimaschutz nicht voran. Wir wollen mit dem Klimaschutz vorankommen und deswegen werden wir dieses Konzept heute hier beschließen, wenn es sein muss, gegen den Widerstand der Grünen. Vielen Dank.
Herr Scholbach, Sie haben ja aus dem Herzen gesprochen, aber jede Redeminute von Ihnen hat einen weiteren Redner hier provoziert. Geschäftsordnung, Frau Mühle. So, ich beantrage jetzt, weil ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht, Ende der Debatte. Und eigentlich hätten wir noch andere wichtige Tagesordnungspunkte auszugliedern, außer hier so viel männliches Geltungsbedürfnis. So, es ist Geschäftsordnung Ende der Debatte beantragt worden. Gibt es dazu eine Gegenrede? Nein. Dann darf ich fragen. Also, natürlich Gegenrede, weil ich finde es ein extrem undemokratisch, wenn die Grünen jetzt ihre Rolle darin sehen, Redezeiten zu begrenzen und gemeldete Redner abzuwürgen, dann Prost Mahlzeit Demokratie, kann ich nur sagen, jawohl. Dann diskutiert nicht den Mist so lange, wenn er noch andere Dinge beschließen wollt. Punkt. Also, wir wollen doch in die vorweihnachtliche, friedfertige Stimmung jetzt so langsam übergehen. Also, es ist beantragt worden, Ende der Debatte. Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer für Ende der Debatte ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (lacht) 41 Ja-Stimmen, 20 Nein, 5 Enthaltungen. So, war jetzt weiter Geschäftsordnungsantrag? Nein. Dann war geschäftsordnend beantragt worden von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, nach der Debatte zu sagen, ich bitte darum, um Rücküberweisung in den federführenden Ausschuss, was UK ist. Wer dem folgen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen. (18 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Damit müsste ich erstmal die geschäftsordnenden Anträge mal durchhaben. Dann war noch die Bitte, Stellungnahme im Sinne der Verwaltung. Man will zumindest mich insoweit positionieren, dass wir alles, was wir in entsprechenden Aufforderungen machen, können wir alles im Rahmen von der Wärmeschutzplanung, können wir ein Klimaschutzkonzept machen. Wir können die Vertreter des Stadtrates höflich bitten, die Intention des Rates mitzunehmen. Wir können sie aber nicht verpflichten, in dem Aufsichtsrat entsprechend abzustimmen. Wir machen vieles von den Thematiken. Wenn zum Beispiel sagt, eine der Forderungen, dass wir die variablen Vergütung darauf, das habe ich letztem Aufsichtsrat auch schon berichtet, dass wir da in der Vorbereitung sind. Ja, das werden wir tun. Wir haben natürlich auch im Hinterkopf die Zielstellung, die wir uns hier vorgenommen haben. Aber eine Verpflichtung der Aufsichtsräte wird nicht gehen. Nur ein höfliches Bitten. Natürlich geht das nicht. So, dann kämen wir jetzt zur Abstimmung. Wir haben als den weitestgehenden Antrag einen Ersetzungsantrag der Dissidentenfraktion. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Er hat 5 Ja-Stimmen bekommen, bei 62 Nein-Stimmen und keine Enthaltung, wird damit abgelehnt. Wir haben einen Ergänzungsantrag. Jetzt, irgendjemand hat, glaube ich, sogar noch punktweise beantragt gehabt. Dann versuche ich das mal hinzubekommen. Ich würde das mal als einen Punkt sehen, die ganze Präambel bis zu folgenden Maßnahmen als einen Abstimmung dann zu machen und dann gehe ich in 1, 2, 3 und so weiter, Tippeltappeltour durch. So, einverstanden. Wer also für das Thema Präambel da ist, der Stadtrat beauftragt und das geht dann bis folgende Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Sachsenenergie zu fördern, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
24 Ja, 35 Nein, 9 Enthaltungen. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Punkten. Punkt 1. Wer dem Punkt 1 folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Punkt 2, also abgelehnt. Jetzt Abstimmung zu Punkt 2. Mal bitte Maschine hier freischalten. Acht abgelehnt. Punkt 3. Sieben abgelehnt. Wir kommen zum Punkt 4. Wer dem folgen möchte, müsste jetzt zustimmen. Acht abgelehnt. Punkt 5. Wer dem zustimmen möchte, wäre jetzt an der Reihe. Sechs abgelehnt. Punkt 6. Acht abgelehnt. Wir kommen zum Punkt 7. Acht abgelehnt. Punkt 8. 10 abgelehnt. Punkt 9. 4 abgelehnt. Punkt 10. 4 abgelehnt. Und Punkt 11.